ihr mitbekommen habt. Ich heiße jetzt James Steele und will ab sofort nur James genannt werden. Von Frauen will ich nur hören, oh James. But James. Okay, also weg von Unity. Ich habe gerade trainiert und ich werde übelste Transformation machen. Und der Name ist jetzt Programm, weil Unity war einfach viel zu, war nicht besonders ressourcenbewegermäßig, würde ich jetzt mal sagen. Nebenbei, also wer meinen Hauptkanal nicht kennt, ich rede ja von Ressourcenbewegung, toxisch Metaframing, Libido-Ermächtigung, auch Themen für Frauen sowie für Männer, erkennen, wie man aus toxischen Beziehungen aussteigt und solche Sachen. Und dann kann ich mal, ich bin ja auch Experte, was Chakren angeht, Nadis angeht. Habe ja auch viele Jahre Tantra-Massagen gemacht für Frauen und kann Blockaden spüren bei Menschen im Körper. Und ja, eine Sache zum Beispiel, die ich extrem empfehle, ist dieses Tapping. Tapping ist, dass du dir einen Punkt aussuchst am Körper, wo du irgendwie vielleicht ein Problem hast. Egal wo, und dann tappst du die ganze Zeit so. Also, sag zum Beispiel, du hast ein Problem mit der Schulter, ja. So, dann tappst du die ganze Zeit so auf die Schulter. So. Nicht besonders stark, nur so ein bisschen. Und das machst du sehr, 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 sehr lange, bis sich eine Emotion löst, die da feststeckt. Das funktioniert extrem gut. Würde ich nicht glauben, müsst ihr mal probieren. Die zu mir kam das in so einer ganz tiefen Trance. So eine Art Meditation und dann habe ich 2 Stunden am Magen getappt und dann habe ich ganz viel rausgeweint und dann waren Schmerzen, die ich 6-7 Jahre lang hatte, waren plötzlich weg. Ich hatte die 6-7 Jahre lang diese Schmerzen. Manchmal waren die so richtig auf 10 von 10, ging nicht weg, war schon im Krankenhaus deswegen und so. Und dann waren die plötzlich weg. Einfach so weg. Und ich freue mich, wenn ihr meine Geschichte, meine Transformation jetzt hier auf dem Kanal mitmacht. Ich werde viele Informationen teilen, auch in ASMR-Format. Ihr könnt aber auch den Hauptkanal subscriben, der hat jetzt 1019 Abonnenten. Und 1000 ist schon irgendwie eine geile Zahl, muss man sagen. So 1000 Abonnenten, das hat schon was. Ist schon irgendwie geil. Und jetzt ist draußen sonnig. Ich werde mir noch Shrimps machen, mit Reis wahrscheinlich. Und fühle mich richtig geil. Ich bräuchte irgendwie so ein mobiles Fitnessgerät in meinem Van. Das wäre auch geil. Stell dir vor, du machst so den Van auf und das Einzige, was drin ist, ist so ein Fitnessgerät. Und ein Mini-Mini-Mini-Mini-Bett auf der Seite. Aber mal ganz ehrlich, das wäre schon ziemlich geil. So ganz hinten so ein Mini-Bett und eine Toilette. Und vorne halt so nur so das Gym. Ich habe sogar einen Typen gesehen, das war ziemlich strange. Das war in der Algarve in Spanien. Da war so ein Typ, der ist mit dem Van angekommen, macht den Van auf und packt lauter Gewichte und Trainingszeug aus. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Dachte ich so, der baut sich dein eigenes Gym auf dem Campingplatz. Ich so, what the fuck? Der hatte sonst nichts im Gym. Aber er hat noch eine Schnitte dabei gehabt, wobei das, die war jetzt nicht, also die war jung, aber nicht besonders attraktiv oder so. Aber er war ja auch verrückt. Also, welche Schnitte würde sich an den dran kleben, die so crazy ist? Ja, und ich bin an dem Campingplatz. Das war auch nicht Campingplatz, es waren mehr so Hippies, Aussteiger, auch Leute, die Drogen nehmen, die einfach ganzjährig irgendwie sind und abhängen. Und ich habe gemerkt, so, das geht irgendwie gar nicht. So. Alles ist das absolute Gegenteil von Ressourcenbeweger. Und ich rede ja sehr oft von Ressourcenbeweger. Ressourcenbeweger ist etwas, was jeder Mann wissen sollte, denn als Ressourcenbeweger bist du automatisch attraktiv für Frauen. Die meisten Männer wissen das überhaupt nicht, wie sie Ressourcenbeweger sein sollen. Darüber kann ich aussprechen, wenn ihr das wissen wollt. Schreibt es in die Kommentare rein. Und dann mache ich ein Video über Ressourcenbeweger. Okay, ja, ich habe sehr viel zu tun. Ich werde jetzt ein kleines Nachmittagsstiftchen machen und dann lege ich wieder los. Sehr, sehr viel zu tun. Bis dann.